Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge. Ja, Busmechanik-Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wollen wir uns mal angucken, was so der nächste Part hier uns bringt, nachdem wir uns ja mit dem Kühlwasser ja ordentlich hier. Oh, der Heizölfüllstand muss überprüft und wenn erforderlich aufgefüllt werden. Oh, können wir das nicht ablehnen? Heizölfüllstand. Heizöl. Ich will hier gerade Heizöl. Hätte er ja schon Motoröl oder sowas, oder Getriebeöl. Was ist denn ein Heizöl? Na, das kann ja, das geht ja schon wieder gut los. Was ist denn Heizöl? Erstmal alle Klappen auf hier. Ja, das ist ja schon mal das Mindeste hier. Was ist bitte Heizöl? Motoröl. Ja, das kenne ich. Das ist Klima. Okay. Motoröl. Das ist, da drüben ist Getriebeöl. Aber was ist denn bitte schön Heizöl? Das. Das ist aber Kraftstoff. Harnstoff. Ah, guck mal hier, Heizöl. Oh, Heizöltank, Einfüllstutzen. So, wo kriege ich jetzt Heizöl her? Das Getriebeöl, Motoröl. Das ist das. Ah. Ersatzteil, Rad. Du bist ja auch nur Klima, ne? Ja, du bist Klima. Ah, warte, was ist das hier? Nichts, alles klar. Okay, was bist du? Auch nichts. Hm. Schön, dass es hier so viel Zeug gibt, was hier einfach nur nichts ist. Was haben wir denn hier hinten? Deko. Davon ist nichts brauchbar. Was bist du? Getriebeöl. Ratsche, du bist auch nichts. Motoröl. Wasser. Warte mal, müsste er uns nicht eigentlich anzeigen, was er haben will? Heizöltank einfüllen. Hier muss Heizöl eingefüllt werden. Was ist denn? Oh, wo finde ich das denn? Heizöl? Hallo? Funktion freigeschaltet. Muss ich das erst kaufen oder sowas? Nee, ne? Heizöl. Ja, das ist zum Beispiel was auch, was hier schon bemängelt wurde. Du kannst die Seite manchmal hier nicht so. Nee. Heizöl. Weil, was mich ja gerade ein bisschen wurmt, ist halt, alles steht da halt, ne? Also. An aber Heizöl, boah. Kraftstoff, Beleuchtung, Ibis, elektrische Anlagen, da ist es ja alles ganz falsch, ist alles komplett falsch. Dann nehme ich jetzt einfach Öl, so. Erstmal hauen wir Motoröl rein, mal gucken, was passiert. Harnstoff, das nicht. Wasser hatten wir, wollte er nicht. Motoröl. Nehmen wir mal Motoröl erstmal. So. Das will er nicht. Okay. Dann. Getriebeöl ist auch Quatsch. Oh, wo ist denn das bitte?
Die haben nur Räderreifen. Hier ist nichts. Nein. Nein. Du auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich Heizöl herbekomme. Ich habe keine Ahnung. Was steht denn da unten? Was ist das da? Motoröl. Davon kann ich nichts nehmen. Warum kommt man denn hier nicht so rüber? Das ist eine komische Werkstatt hier. Gibt's hier irgendwo Heizöl? Was bist du? Und ein Dieselapparat? Nee, gibt's auch kein Öl. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hier muss Heizöl aufgefüllt werden. Ja, Leute, geht gut los hier. Ich meine, wir haben es recht schnell gefunden, aber ja. Was bist du? Oh, hier ist Heizöl. Naja, okay, komm, weißt du, da steht einfach. Ach Mann, als ob ich jetzt den ganzen Kanister jetzt mitschleppe. Also ich bitte dich. Jetzt haben wir einfach mal locker 7 Minuten jetzt gebraucht. 7,5 Minuten, nur damit ich jetzt das Heizöl finde. Heieiei. So. Auftrag fertig. Also man merkt halt, ne, ich habe das vorher halt auch jetzt nicht so groß gespielt. Aber man hätte da vielleicht, ich meine, man hat ja schon so eine Symbole ja mit eingebaut, ja. Aber eben war jetzt so, dass da hinten bei dem Heizöl kein Symbol war. Das wäre aufgefallen, oder? Oder habe ich da nicht geguckt? Ich weiß es nicht. Wir mal gleich gucken. Neue Punktzahl, Kraftstofffilter des Motors muss gewechselt werden. Der Kraftstofffilter des Motors. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Doch, da ist ein Symbol, aber. Das gut. Das übersieht man, weil ja hier auch Motoröl ist, ne? Dass du denkst, das ist vielleicht irgendein Motoröl da, aber naja, gut. So. Der Kraftstofffilter. Aha. Nein. Sichtprüfung, hier ist der Luftfilter. Wir brauchen den Kraftstofffilter, sprich, der muss in der Nähe von der Tankklappe sein. Irgendwo, also da, wo die Benzinpumpe irgendwo und sowas alles so. Ne? Das wäre großartig. Luftrad, Lüfter, Ölbehälter, die Halterung, Lüfter, Kältemittel. Was war das? War Ölfilter, ne? Ölwanne, Ölfilter, richtig. Kraftstofffilter. Ja, das ist auch nicht. Aber warte mal, kann man das nicht demontieren? Da, oder? Ist das jetzt nicht? Genau, der ist es.
So, Demontage, Kraftstofffilter. So. Den haben wir jetzt, ne? Sehr schön. Also brauchen wir jetzt einen neuen Kraftstofffilter. So. Benzin, Druckluft, Luftfederung, Getriebe, Abgas. Ja, es könnte... Ladeluftkühler. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher Motor, wa? Den wird es wahrscheinlich eher Motor sein. Ersetzt Kraftstoffanlage? Das hört sich doch gut an. Kraftstofffilter. Perfekt. Und dann nichts wie hinein damit. So, dann Montage. Fertig. Und tschüss, raus mit dir. Punkte haben wir bekommen, ja. Weißt du, sowas funktioniert denn, ja, aber jetzt auch schon wieder Motorölfüllstand muss überprüft werden. Immer dieses Flüssigkeiten, ja. Ja, also mein erster Eindruck ist halt, weiß ich nicht. Also es ist coole Sache, wie gesagt, halt, wenn du da 2000 Teile hast, mich nervt halt ein bisschen, wie gesagt, halt, der fehlende Mod-Support, auch würde ich mich echt freuen drüber. Wie man das mit dem K-Mechanik-Simulator macht oder mit dem Tank-Mechanik-Simulator oder sowas, weißt du, du kaufst so, findest so alte Busse, kaufst alte Busse oder sowas, dann musst du die komplett neu herrichten. Das wäre doch geil. Ja. Nein. So, Betriebsmittel, Motoröl, nee, das war... Also, warte mal, Motoröl. Warte mal, ich will mal gerade zu drucken. Muss überprüft werden und wenn. Also normalerweise muss ich jetzt da nichts reinmachen. Wirklich nicht. Ach ja. Auch schade ist, dass wir hier komplett alleine sind, ne? Super. Punkte. So, der Filter vom Getriebeöl muss gewechselt werden. Ei, jetzt wird schon ein bisschen... Der Filter vom Getriebeöl, wie sah das aus? Normalerweise ist es... War der Filter direkt am Getriebe, meiner Meinung nach. Also, ich glaube beim Auto war das so, oder? Da war der auch vorne... So, lass uns mal gucken. Sichtprüfung. Ist der Ölfilter genau? Kraftstoff. Kraftstoff. Generator links. Turbolader. Magnetkupplung. Kältemittel.
Luft-Ölbehälter. Ja, jetzt muss ich mir mal kurz überlegen. Also ich bin eigentlich. Braucht es überhaupt sowas? Oh, oh, jetzt geht's los. Tierdeckel, AGR-Modul. Ventildecke, Auspuffdruckschlauch. Getriebegehäuse, Getriebekühler, Getriebekühlerschlauch, Schlauch. Ja, guck mal hier, Getriebe, Ölfilter. Ne, warte mal. Ah ja, doch. Schraubenschlüssel. Lenkung, Bremsregler, Motor, Getriebe, Abgas, Getriebe, da haben wir es. So. Montage. Fertig. Fertig, fertig. Und weg damit. Oh. So, haben wir das auch. Machen wir Schluss für heute zumindest. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Ja, wie dümmlich man sich einstellen kann hier in dem Spiel. Seid ihr eventuell schon selbst dabei, jetzt die Busse zu reparieren? Oder lasst ihr davon lieber die Finger? Dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es am letzten Mal unten mit rein. Mich würde es mal brennend interessieren. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier groß weitermachen. Ich muss mal überlegen, mal so ein bisschen testen und so. So, ihr könnt ja gerne mal mir ein bisschen helfen. Vielleicht habt ihr da Ideen, ob ihr davon mehr sehen wollt. Dann, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss. Bis denn.